Wir haben heute in den Mittelpunkt dieser Veranstaltungsserie eines Diskussionsabends das Thema Sicherheit gestellt und ich glaube, das kommt nicht von ungefähr. Wir haben sehr gut noch in Gedanken die Silvesternacht, wo sehr viele Vorkommnisse waren. Es ist eine Veränderung, nicht nur in Österreich, in ganz Europa. Und da ist das Thema Sicherheit natürlich ganz, ganz vorne. Die österreichische Sicherheitslage hat sich in den letzten Jahren dramatisch verschlechtert. Es ist sogar noch viel alarmierender. Es gibt ernstzunehmende Leute, die mitten im Geschehen stehen, die sogar davon ausgehen, dass also Wien und Graz, aber auch andere Städte, so etwas sind wie eine Kommandozentrale des IS. So etwas wie ein Ruheraum hier. Wir haben das schon in der Vergangenheit gehabt, 2003 oder 2004 etwa, sind wir in Österreich damit konfrontiert worden, dass wir einfach zu lax in der Terrorismusbekämpfung sind. Mit der Konsequenz, dass wir sowas wie ein Ruheraum da sind. Für unterschiedliche Themen. Zum Thema Spionage wissen wir das ja. Was wir derzeit erleben, ist die Wiederauflage des Kalten Krieges. Und das da übertreibe ich nicht. Ist die Wiederauflage des Kalten Krieges zwischen den USA und Russland. Am stärksten ausgetragen in Europa und in Syrien derzeit. Wenn Sie der Meinung sind, dass das also 2 oder 3 Jahre vorbei ist, ich habe hier meine ernsthaften Zweifel darüber. Das sind die Herausforderungen in Kombination. Beide Faktoren hängen zusammen, selbstverständlich. Die Desintegration des Nahen Mittleren Ostens, ich will gar nicht über die Hintergründe eingehen, und die Flüchtlingsproblematik als solches. Sie stehen aber in keinem ursächlichen Zusammenhang. Libyen ist derzeit der Angelpunkt des IS als solches. Ganz einfach deshalb, weil die russische und auch die amerikanische Koalition in Syrien nicht unerfolgreich sind. Zweitens Auswirkungen auf Europa durch die anhaltenden Flüchtlingsströme, selbstverständlich, und importierten Extremismus bis hin zu terroristischen Aktivitäten als solches. Es gibt noch etwas anderes, was diese Organisation so gefährlich und relevant für Europa macht. Es gibt geschätzte von den Nachrichtendiensten 30.000 internationale Kämpfer. 30.000. Ungefähr mehr als 10.000, so schätzen die Russen, kommen aus Tschetschenien. Sie wissen ja, dass wir in Österreich einer der größten, Diaspora aus dem tschetschenischen Bereich haben, das schon über viele Jahre. Und es ist kein Zufall, dass laufende Prozesse des Verfassungsschutzes in großem Prozentsatz gegen Tschetschenen erfolgen. Wir haben, ich werde es noch später noch ein bisschen detaillierter erklären, über 200 gerichtsanhängige Fälle im vergangenen Jahr gehabt. In diesem Bereich. Und das ist europaweit Spitze. Wir haben derzeit die höchste Gefährdungsstufe und die diffizilste Gefährdungslage seit den letzten 20 Jahren. Denken Sie nur über Silvester und über Neujahr und die Sicherheitsmaßnahmen, die ergriffen worden sind in Österreich. Man spricht nur darüber nicht. Wir werden lernen, und das ist eine der zentralen Aussagen hier, mit der ständigen Gefahr der Bedrohung terroristischer und extremistischer Angriffe leben zu müssen. Was ist die Folge? Ein Mehr an Exekutive und einhergehender Befugnisse, das sehen wir ja im Staatsschutzgesetz, und ein weniger an persönlicher Freiheit. Das ist der Preis, den wir derzeit bezahlen. Und wir in Österreich sind ja derzeit mittendrin in genau dieser Diskussion. Wir gehen davon aus, dass die terroristische Bedrohungslage, so wie sie jetzt ist, noch auf Jahre hindurch zementiert wird. Wir gehen aber auch davon aus, und das können Sie sich leicht vorstellen, wenn der erste Anschlag erfolgreich ist, und das ist nur eine Frage der Zeit, nicht, es ist nur die Frage des Wanns. Keine Sicherheitsbehörde, kein Nachrichtendienst der Welt ist in der Lage, in Europa, weil wir am selben Kontinent leben, einen Anschlag zu verhindern, das ist ausgeschlossen. Wir haben bis jetzt einfach nur Schwein gehabt als solches. Aber das wird sich so nicht fortsetzen. Selbst wenn man diese Leute, die da reinströmen, die überwiegend im Alter von 18 bis 35 sind, alleinstehend oder unbegleitet, die wenigstens an Familien, erfassen würde, sie haben ja keine Möglichkeit, bei den syrischen Behörden anzufragen, wer denn der Typ ist. Sie haben keine Möglichkeit, die Reisepässe auf Echtheit zu überprüfen, weil die Reisepässe echt sind. Entweder weil jemand schon verstorben ist und man diesen Reisepass genommen hat, oder weil man diese Reisepässe in Kilo
von großen Städten und den Bossämtern übernommen hat als solches. Ich weiß nicht, wie viele europäische Reisepässe unterwegs sind, aber es sind hunderte Reisepässe, gültige Reisepässe unterwegs. Jetzt wenn Sie sagen, warum setzt man den nicht einfach auf eine Liste und zieht sie auf den Verkehr? Man kennt sie nicht im Detail. Und diese Antwort ist mehr als nur beunruhigend. Es hat mich aber auch erschreckt zu sehen, wie eigentlich die tatsächliche Lage ist, die uns ja von den Medien verheimlicht wird. Die Situation in Österreich ist ja zurzeit sehr nicht nur beängstigend, sondern auch mit so viel Unsicherheit gespickt, dass die Leute eigentlich nicht mehr wissen, wie bewegt sich alles. Es sind noch nicht gewisse Sachen im vollen Anlauf. Es ist die Vorbereitung.